Hi, hier ist der Max von Session Music und ich zeige euch heute den MPEG SVT 7 Pro. So, dann geht's los zu dem MPEG SVT 7. Und zwar haben wir einen Mute, ganz wichtig, wenn man das Instrument wechseln will. Dann einen Kompressor, den man dazu schalten kann, indem man einfach nur dran dreht. Dann fängt er automatisch an zu arbeiten. Kompressor bewirkt, dass die leisen Töne lauter und die lauten Töne leiser werden, damit man einen kompakteren Sound bekommt. Dann hat man hier noch ein Pad für extrem outputstarke Bässe. Das macht minus 15 Dezibel. Dann hier einen Gain zum Einpegeln vom Instrument. Ultra High bringt nochmal Höhen dazu. Und Ultra Low nochmal sehr tiefe Bässe. Dann hier ein Bassregler. Ein Mittenregler, wo man hier die Frequenz aussuchen kann. Da geht es im Prinzip von tiefbassig zu hochbassig. Und dann ein Höhenregler, ein Effektmix. Wenn man an dem Amp eine Effektschleife macht, die man ja hinten einschleifen kann, kann man hiermit den Effektanteil regeln, der dann im Endeffekt im Sound auftaucht. Und hier ist der Master für die Lautstärke und hier Phones für Kopfhörer. Hinten haben wir nochmal ein DI-Out, weil man mit dem Verstärker direkt in die PA rein will. So, dann zeige ich euch jetzt allererstes mal den Kompressor. Ich mache den jetzt mal so auf die Hälfte. So, dann zeige ich euch am besten den Ultra High und Ultra Low gleichzeitig. Das ist ziemlich gut, ziemlich genial, wenn man so Slap- und Funky-Geschichten machen will. Dann den Bassregler, einfach mal zum Hören, in welchem Wirkungsgrad die Bässe hier zuschlagen. Dreh ich mal so ein Viertel auf. Und einmal ein Viertel zurück.
Dann zeige ich euch mal schnell, wie die ganzen Mittenfrequenzen greifen. Dafür drehe ich die Mitten mal voll auf und zeige erstmal die Frequenz 1. Dann die Frequenz 2, also es wird im Prinzip von tief zu hoch. Dann die Frequenz 4. Und zum Schluss die Frequenz 5. Und als letztes nochmal den Höhenregler einmal aufgedreht. Und einmal ein Viertel zurückgedreht. Okay, das war's von mir und dem SVT7. Wenn ihr das Teil anchecken wollt, kommt bei uns im Ladengeschäft vorbei oder checkt's aus auf www.session.de. Wenn ihr es euch bestellen wollt, könnt ihr gar nichts falsch machen, weil ihr habt 33 Tage Money-Back-Garantie und 66 Tage Umtauschrecht. Das war's von mir und bis zum nächsten Mal.